5-2 vor Andrea Henkel. Die hat auf der Schlussrunde sogar nur 6-15, 6-16-4 gebraucht, war also etwas schneller sogar als Miriam Gössner auf der Schlussrunde. Franziska Hildebrand. Siebte bis jetzt ohne Schießfehler. Das ist für sie eben, wie vorhin angedeutet, wichtig. Denn es wird ihr möglicherweise den Platz im Massenstart am Sonntag sichern. Berger 19,1 jetzt zurück. Ja, die braucht die Null. Die braucht die Null, wenn sie hier gewinnen will. So, bevor Berger also jetzt gleich schießen wird, gucken wir nochmal Sulemdal Richtung Ziel. Kann sich noch vor Olga Zaitseva schieben. Fünfte also jetzt. Und jetzt der Blick auf die Norwegerin. Na, ist der Fehler von Tora Berger. Und da kommt noch ein zweiter sogar hinzu. Sie hat wieder alles riskiert. Aber auch sie ist nicht unfehlbar. Hat auch beim Verfolgungsrennen am letzten Sonntag 7 Fehler geschossen. Also, sie ist eine starke Schützin, aber eben auch nicht immer. Und sie wusste, sie muss riskieren, wenn sie hier Gössner und vielleicht auch Domracheva schlagen will. Aus ganz Deutschland sind sie hierher gekommen, die Fans auf dem Parkplatz. Sie sehen Nummernschilder wirklich von Flensburg bis hinunter nach Freiburg. Biathlon-Fans aus der ganzen Republik versammelt im Chiemgau. Anaïs Bescon. Ja, beginnt den Wettkampf mit einem Fehler. Drei Strafrunden hier gleich zum Auftakt. Jetzt schade für sie. Bescon 16. im Gesamtweltcup und Vita Semerenko mit dem einen Fehler. Achte kurz vor ihrer Landsfrau Pidruschna im Ziel. Tina Bachmann liegend null. Was geht stehend? Ein Fehler, aber immerhin am Schießstand ist das eine gute Leistung mit einem Fehler aus dem Sprintrennen. Damit kann sie, damit muss sie im Moment leben. Gabriela Sukalova im Ziel. Hey! 51 Sekunden hinter Gössner, sechste. Denn bei Tina Bachmann läuft es nicht gut in dieser Saison. Da ist im Grunde genommen ein 90% Schießergebnis. Ein Schritt in die richtige Richtung. Marie-Dorin Aber. Nach dem ersten Schießen liegt sie auf Rang 9. 13 Sekunden hinter der Spitze. Jacquino weiß, wenn sie jetzt fehlerfrei schießt, dann ist ein Podestplatz vielleicht möglich.
Domratschew in der Zwischenzeit nur noch 5 Sekunden hinter Gössner. 9 waren es nach dem Schießen, aber es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Sie hat nicht mehr viel Zeit aufzuholen. Dorin Aber hat langsam geschossen, rutscht dadurch auch ein wenig hinter Miriam Gössner. Und Daria Domratschew, die müsste jetzt schon hier langsam, aber sicher ins Ziel kommen. Wie gesagt, 5 Sekunden war der Rückstand bei der Zwischenzeit. Und jetzt hat sie noch 7 Sekunden Zeit. Das wird nicht reichen. Der Weg zum Ziel, er ist noch zu weit. Miriam Gössner, es ist zwar knapp geworden, aber ihre Führung hat weiter Bestand. Domratschew jetzt zweite vor Mäkerinen. 7,1 Sekunden ist dann doch wieder etwas größer geworden. Und Dorin Aber 12 Sekunden hinter Gössner, 8 Sekunden hinter Henkel nach dem zweiten Schießen. Klaus Siebert. Der weiß, wo es hin. Also jetzt auf der Schlussrunde Dorin Aber auf der Jagd nach ihrer Zeit. Läuft im Fernduell gegen Mäkerinen, gegen Domratschew, gegen Henkel. Tja, und die letzten, die starten noch an Christine Flatland aus Norwegen. Sie, wie Katrin Lang, die ja ebenfalls gerade eben gestartet ist, zurück nach einer Babypause. Im April ist sie Mutter geworden, hat ab August wieder trainiert und will erstmal nur hier und in Antholz laufen und mal sehen, ob es denn reicht. Sie war ja nun in der Staffel sehr stark. 5 beste Laufzeit derjenigen, die auf der 2 gelaufen waren. Ein Nachlader. Valentina Semerenko. Fehlerfrei war sie liegend geblieben. Trotzdem ist der Abstand schon 22,5 Sekunden groß. Das ist schon die Strafrunde, die Miriam Gössner dann stehend geschossen hatte. Also es werden immer weniger, die tatsächlich noch etwas gegen den dritten Weltcupsieg von Miriam Gössner ausrichten können. Katharina Schumilova mit nur einem Fehler, nur 17. Das wird Wolfgang Pichler gar nicht gefallen. Lisa Gasparin aus der Schweiz. Nicht zu verwechseln mit Selina Gasparin, ihrer durchaus erfahreneren Schwester. Dann gibt es ja auch noch Aita, die dritte im Bunde. 3 Schwestern liefen auch gemeinsam vorgestern in der Staffel. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Valentina Semerenko. Ja, auch sie schießt jetzt da einen Fehler. Und muss in die Strafrunde. Tora Berger 53 Sekunden zurück, obwohl sie nur eine Strafrunde mehr gelaufen war als Miriam Gössner. Reinen Laufzeiten. Miriam Gössner, Daria Domratschew und Kaisa Mäkerinen, von denen, die bis jetzt im Ziel sind, deutlich stärker als der Rest. Dann kommt eine große Lücke, dann kommt schon Andrea Henkel. Dorin Aber 22,9 Sekunden nach vorn. Also die verliert dort auf dieser Schlussrunde. Und jetzt Berger im Zielfinish. Jede Position zählt natürlich, denn es geht um Weltcup-Punkte. Der Erste kriegt 60, der 40. einen. Berger 9. knapp vor Sulemdal, ihrer Landsfrau. Wir schnaufen genau wie Tora Berger einmal kurz durch, dann sind wir wieder hier. Es ist ihr Haus. Nicht schlecht für den Anfang. Noch besser? Heizen mit Erdgas und Solar. Warum? Ganz einfach. Wenn die Sonne scheint, wird die Solarenergie genutzt.
Und wenn die Sonne nicht scheint, sorgt Erdgas für die Wärme. Gut kombiniert. Erdgas im Keller und Solar auf dem Dach. Erdgas und Solar. Gut fürs Portemonnaie und für die Umwelt. Erdgas. Natürlich effizient. Mehr Informationen unter erdgas.info. Marie-Dora Aber auf ihrer Schlussrunde und Sie haben eben noch kurz gesehen, Katrin Lang nach ihrer gar nicht so langen Babypause. Und da sehen wir sie am Schießstand. Anfang Juli ist ihre Tochter geboren worden. Und nun ist sie wieder da. Ich will einfach nur Spaß haben, hat sie gesagt. Ich lasse mich überraschen. Die Fans sollen sich überraschen lassen, was geht. Ob das hier schon wirklich ernsthaft klappen kann. Ich will es einfach mal probieren. 28,4 Sekunden ihr Rückstand nach dem ersten Schießen. Tina Bachmann im Ziel. 27. mit einem Schießfehler. Das erste Schießen von Katrin Lang hat auf jeden Fall schon mal großen Spaß gemacht. Und Tina Bachmann weiterhin auf der Suche nach der Laufform. Sie läuft da jetzt noch vorne rein in die Top 10, Marie-Dorin Aber. Aber auch die Zeit von Andrea Henkel wird sie nicht schaffen, die bleibt Vierte. Aktuell im Ziel Gössner vor Domracheva, Mäkeräinen, Henkel und dann auf der 5 Marie-Dorin Aber. Also, wir gehen mal runter zu Miriam Gössner bei Wilfried Haag. Ja, Miriam, Sie sind heute mit einer sehr, sehr niedrigen Startnummer ins Rennen gegangen und haben hinterher alle möglichen Leute gefragt, wie war ich? War ich gut? War ich vergleichsweise gut? Sie wussten gar nicht so richtig, wie es gelaufen war? Nee, überhaupt nicht. Also heute konnte ich es mal gar nicht einschätzen, wie es war. Es war zum Laufen total schwierig. Es war so wackelig und ganz komisch irgendwie. Also ich habe mich heute selber gar nicht einschätzen können. Jetzt ist die Daria Domracheva da, Kaiser Mäkeräinen, Tora Berger auch. Wie sehen Sie es jetzt? Ja, gut, jetzt glaube ich, war es ein wirklich ganz gutes Rennen von mir. Und am Schießstand bin ich auch sehr zufrieden mit.